Und tschüss. Na, Horror, Komödie oder Thriller, ne? Ein Klassiker. Eine Schmonzette. Ah, viel Spaß. Gregor? Ja? Oh, das muss eben wechseln gehen. Hör mal, das wird ein Job für mich, oder? Auf Schloss Königsbrunn suchen Sie einen Mann für alle Fälle zur Entlastung des festen Personals. Junge, das ist auch noch Sklavenarbeit. Ja, hier wie dort, aber die bezahlen besser. Hey. Königsbrunn? Zeig mal her. Genial. Wie für mich gemacht? Ein Sklavenjob? Ein Job auf dem Schloss, wo ich nebenbei in kurzer Zeit viel Geld verdiene. Und wozu? Keine Ahnung. Vielleicht zurück nach Australien? Ja, ja. Australien. Von wegen, das machst du nur, um in der Nähe deiner Traumfrau zu sein. Miss Tanja von und zu. Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Ist klar. Bestellst du mir ein Alt mit, ich gehe kurz hoch zu Lili und schon weh. Zwei Alt, bitte. Bitte, geht doch. Du hast echt einen Knall. Gregor, ich sag ja gar nichts, wenn man mal ein bisschen Geld für was Unvernünftiges ausgibt. Aber 80.000 Euro für einen Schrottreifen-Heli inklusive einer Hypothek auf Null Limits, das ist krank! Niemand verlangt, dass du das verstehst. Ach nein? Was ist denn, wenn du den Kredit nicht zurückzahlen kannst? Ne? Werde ich schon irgendwie. Gregor, was ist, wenn unten die Zapfanlage kaputt geht? Oder wir hier einen neuen Dachstuhl brauchen? Dann brauchst du das Geld, was du jetzt zum Fenster rauswirfst, ganz dringend. Was regst du dich eigentlich so auf? Weil du vielleicht auch meine Existenz gefährdest, wenn du unten aus irgendeiner Laune das No Limits kaputt machst? Es geht hier nicht um irgendeine Laune. Ich habe einen Traum, diesen Hubschrauber wieder zum Fliegen zu bringen. Ah. Und was machst du, wenn Hubertus das Ding nicht verkauft? Auch nicht für 80.000 Euro? Wenn ich dem Langstedt mit den Scheinen unter der Nase wedle, dann wird der schwach werden. Glaub mir. Genau das befürchte ich ja. Ich brauche keinen Vormund, der mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja, dann benimm dich auch nicht wie ein kleines Kind, was für irgendeine neue Konsole sein Sparschwein schlachtet. Oh, was geht's? Mein werter Herr Bruder meint, er müsste sich jetzt um meine Finanzen kümmern. Wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein bisschen Taschengeld. Das wäre wahrscheinlich für alle das Beste. Gregor will für 80.000 Euro einen Schrottreifen-Helikopter kaufen. Was? Hast du so viel Geld? Nein. Deswegen nimmt er ja einen Kredit auf. Bei dir hakt's doch. Hallo? Du begreifst nicht, worum es geht, oder? Doch. Um einen schrottigen Helikopter. Nein, um einen Traum, den ich schon viel zu lange aus den Augen verloren habe. Und der darf eben mal was kosten. Ein Helikopter? Nein. Ein Helikopter, der eine Legende ist, eine Rarität, eine 47er. Auch wenn die nur Schrott ist. Ja, sie muss ja noch nicht mal funktionieren, denn Gregor darf nicht mehr fliegen. Ihr werdet es einfach nicht verstehen. Es ist hoffnungslos. Wo willst du hin? Zur Bank, wohin denn sonst? Kannst du dazu mal was sagen? Ich verstehe doch überhaupt nichts. Und, wann geht's los? Bald ich mit Zählen fertig bin. Du meinst es also wirklich ernst? Ja, Christian, ich meine es immer noch ernst. Damit willst du mich jetzt aufhalten, oder was? Hätte ich eine Chance dazu? Nee, hättest du nicht. Ja. Also, werde ich dich eskortieren? Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ja. Pass auf, ich bin von dem, was du vorhast, nicht begeistert, ja? Aber noch weniger bin ich von der Vorstellung begeistert, dass du mit 80.000 Euro durch die Weltgeschichte irrst. Ohne mich und meinen Kumpel hier. Also, versuch gar nicht, mich abzuwimmeln, ja? Aha. Also, ich würde mir ein geiles Loft einrichten. Super schick.
Am besten eine alte Fabrikhalle mit riesen Fenstern und so einem Laufgitter auf halber Höhe. Ich will deine Illusion ja nicht zerstören, aber da brauchst du mindestens das Doppelte davon. Aber für eine Weltreise wird's reichen. Ein halbes Jahr von Kontinent zu Kontinent. Europa, Asien, Afrika. Na, wahrscheinlich würde ich einfach nur Konstantin suchen. Hast du keine Angst, mit so viel Geld rumzulaufen? Nein, wieso? Ich hab doch meinen unglaublichen Bodyguard. Der passt schon auf mich auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, sehr schön. Gehen wir mal langsam los. Ich würde den Deal ganz gerne noch im Hellen über die Bühne bringen. Vielen Glück. Danke. Stellt mal den Sekt kalt. Zahlen bitte. Sag mal, warum haben wir eigentlich so weit weggeparkt? Ja, warum wohl? Hey, ich wusste gar nicht, dass du einen Baseballschläger hast. Weißt doch, wenn Olli mal nicht spurt. Ah ja. Freu dich doch, dann passt wenigstens jemand auf dich auf. Ach so, es passt jemand auf mich auf, ja? Ich finde dich als Bodyguard jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Warum das denn? Mann, weil du mega auffällig bist. Total nervös. Das geht nicht zusammen, weißt du? Ich will nur nicht, dass uns jemand die Kohle wegschnappt. Was soll uns denn die Kohle wegschnappen? Wir sind zwei Riesenkerle. Ja, zwei Riesenkerle mit einem Haufen Schotter. Also, wichtig ist, dass der Rotorkopf noch intakt ist. Und dass um Himmels Willen nicht die Taumelscheibe angerostet ist. Weil die sind echt selten geworden. Obwohl, in den USA gibt's noch so ein paar alte 47er. Da könnte ich noch. Ey, was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß auch nicht. Du vermittelst einem mit deiner ruhigen und souveränen Art so ein Gefühl von Sicherheit. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Ich glaube, ich habe was gehört. Was denn? Ein Knacken. Also, ich höre nur einen Zug. Bist du bescheuert? Hier ist keiner außer uns, Mann. Ja, und? Wo ist dein Antiquitätenhändler, hä? Ja, Gregor, sehr witzig. Ich lache mich gar nicht. Nein, nein. Ich glaube, da verfolgt uns wirklich jemand. Hey! Du?